Herzlich willkommen zurück zu Subnautica mit Arezu. Ich bin Arezu. In der letzten Folge haben wir uns ein paar Bäumchen gepflanzt. Die brauchen jetzt noch ein bisschen. Und wir müssen mal wieder rumforschen. Versuchen, neue Dinge zu finden. Und mir fällt gerade auf, wenn wir neue Dinge finden wollen, dann sollten wir vielleicht den Scannerraum bauen. Für den ich in der letzten Folge oder in der vorletzten auch den Bauplan bekommen habe. Emailliertes Glas. Ich glaube, dafür brauchte man Pirscherzähne. Ich bin mir aber nicht sicher. Deswegen schauen wir mal schnell nach. So. Erstmal nehmen wir uns ein Medikit. Emergency. Severe dehydration. So. Emailliertes Glas braucht einen Pirscherzahn. Das heißt, wir müssen mal wieder bei den Pirschern vorbeigucken. Und das war falsch. Ich will gerade noch gucken, ob wir noch irgendwo ein bisschen was zu trinken haben. Eventuell müssen wir uns nochmal... wie heißen sie doch? Blasenfische jagen. Die schwimmen hier ja auch rum. Ach, da hinten. Moment. Wir wechseln auf die Schubkanone. So. Das Gespräch, das ich kürzlich mit Dead by Happiness hatte. Hoppala, Entschuldigung. Zeigt Auswirkungen. So. Sowohl die Ranke, die ich mir dort gepflanzt habe, ist ja daraus entstanden, als auch jetzt auch, dass ich die Schubkanone zum Jagen von Fischen benutze, was es wesentlich einfacher macht, die tatsächlich zu fangen. So, hoppala. Da. Gefiltertes Wasser. Noch mehr gefiltertes Wasser. Und wo wir gerade dabei sind, noch ein bisschen gefiltertes Wasser. Und jetzt trinken wir ein paar Schluck. Sehr schön. Und jetzt in die Seemotte und erstmal rumgucken, wo wir so schönes, wo wir so Titan finden. Da zum Beispiel. Hoppala. War vielleicht nicht der schlauste Moment, um auszusteigen. Aber es verletzt uns offenbar nicht. Doch, es verletzt uns ganz langsam. Wo ist die Motte? Da. Und dürfte ich mal rein? Gut, aber der Mottenintegrität hat es nicht geschadet. Das ist kein Gelsack. Ich hatte kurz gehofft. Also, Pirscherzähne findet man in der Nähe von Pirschern. Wenn die den Metallschrott aufsammeln, dann verlieren sie manchmal Zähne. Und wir können die dann aufsammeln. Das da dürfte ein Ei sein einfach. Ja. Wenn wir schon mal draußen sind, reparieren wir mal. Relativ schwierig, die Dinger zu sehen, also die Szene, wenn man nicht gerade sieht, wie ein Pirscher was aufsammelt und fallen lässt. Das da ist nur ein Seeleiterfragment, ja, dachte ich mir. Momentan sehe ich auch keine Pirscher. Da hinten ist ein Beißer. Moment, wo ist er jetzt? Irgendwo da. Achso, da. Da haben wir noch mehr Metallschrott. Ich glaube, die Beißer haben die ganzen Pirscher gefressen.
Das können wir nicht aufmachen, die Tür. An der bin ich schon in der letzten Folge mal wieder gescheitert. Hirscher, wo seid ihr? Der Zahnarzt kommt. Theoretisch. Ach Gott. Wofür brauche ich eigentlich das emaillierte Glas? Achso, Scannerraum. Gut, danke. Bin wieder auf dem Laufenden. Ich habe manchmal ein paar Probleme, mich zu konzentrieren und mir Dinge zu merken. Ich suche hier nebenbei noch so ein bisschen nach Gelsäcken und dieses nebenbei noch sorgt die ganze Zeit dafür, dass ich total vom Weg abkomme. Membranbaum. Das heißt, wir sind hier in der Nähe des nächsten Bioms schon wieder. Wir können nur 200 Meter tief? Das ist aber enttäuschend. Oh. Mir fällt gerade ein, hatte ich nicht dafür schon ein Modul? Oh, verdammt. Ja, klar, ich hatte ein Modul. So, kristallines Aluminiumoxid nochmal mitgenommen. Aber zwischendurch habe ich ja... Oh, ist das? Nee, Granit. Aber zwischendurch habe ich ja meine Seemotte kaputt gemacht. Was haben wir denn dort? Moonpool. Was ist mit deinem Moonpool? Gucken wir uns gleich an, wenn wir nicht mehr am Ertrinken sind. So, Baupläne. Energiezelle. Verstärkter Tauchanzug. Schubkanone ist nicht wirklich neu. Krebsanzug. Ja, das ist der Pornanzug. Warum auch immer die den jetzt Krebs nennen. Ja, Scannerraumzeug. Zyklopzeug ist noch nicht fertig. Oh, eine Feuerlöschanlage für einen Zyklopen. Interessant. Scannerraum. Moonpool. Achso, das ist der. Das ist der Hangar. Durchaus wichtig. Da können wir nämlich die entsprechenden Erweiterungen herstellen. Eben zum Beispiel das Druckmodul. Dass wir tiefer tauchen können. Das heißt, ich sollte auf jeden Fall versuchen, ein zweites Fragment davon zu kriegen. Und nebenbei schnappen wir uns noch ein bisschen Quarz und Aluminiumoxid. Ist natürlich passend, dass die das genau hier an die Grenze machen. Mal sehen, was haben wir da unten? Eine Datenbox, cool. Und hier können wir noch was erforschen. Scannerraum. Achso, stimmt, das hatten wir ja vollständig. Krebs. Oh, Bohrarmfragment. Wow, das ist jetzt was Cooles. So, und wieder nach oben. Also, wenn wir den vollständig mal kriegen, dann können wir. Ja, dann können wir unsere Ressourcenprobleme vergessen. Und Wurfhakenanzugarmfragment. Wurf. Ja, doch, haut hin. Ja, okay, ich bin ja wieder auf dem Weg nach oben. Aber wenigstens sind die Beißer hier nicht. Ganz vorsichtig. Uppala. Genau deswegen ganz vorsichtig. Moment. Okay, sie ist bei 199 Metern. Das kriegen wir hin. Also das ist in Ordnung.
Haben wir hier noch was für den Moonpool? Und? Da war was scannbar. Achso, der Membranbaum. Oh, da haben wir noch Wurfhaken. Okay. Und wieder nach oben. Ganz schnell, ganz schnell. Und da sind wir wieder drin. Und da sind wir wieder draußen. Nährstoffblock, schön. Nehmen wir. Oh, das ist. Ah, nochmal Wurfhaken. Brauchen wir nicht. Und wieder nach oben. Okay, gehen wir. Opala, opala, opala. Das da ist nochmal Uranit. Kein Schleimbeutel. So, nochmal reparieren. Ist immer ein bisschen problematisch, wenn man so. Was war das? Oh, verdammt. Wächter. Passen auf die Basis eigentlich auf. Ich wusste nicht, dass hier was von der Basis ist. Aber. Ach, das ist nur Quarz. Tja, die können sich teleportieren, wie man eben gesehen hat. Und ich glaube, die konnten einen auch raus teleportieren, bin mir aber nicht sicher. Uranit. Wer braucht denn Uranit? So, erstmal wieder repariert. Oh, da muss gar nicht repariert werden. Ich gehe direkt davon aus, dass ich meine Seemotte kaputt gemacht habe. Ich finde keine Fragmente mehr für die Basis. Das ist doof. Also für den Hangar. Die Arme, die wären gar nicht so wichtig. Ich meine, es wäre toll, wenn wir die hätten. Aber die entsprechenden Fragmente können wir uns auch später ohne Probleme holen noch. Hoppala, vorsichtig. Da haben wir noch ein bisschen was von dem kristallinen Aluminiumoxid. Nehmen wir nochmal mit. Da haben wir die Motte. Ich lasse jetzt die Arme einfach mal Arme sein. Ich hoffe, ich finde es später nochmal wieder. Ursprünglich wollte ich ja Pirscherzähne sammeln. Hat sich auch wieder irgendwie verflüchtigt, der Gedanke. Nee, das ist nur Lithium. Uppala! Nicht dagegen fahren, vorsichtig. Hier sind wir wieder falsch. Das ist das falsche Biom. Was haben wir dort? Quecksilbererz. Ja klar, warum nicht? Was soll es schon schief gehen, wenn man das mitnimmt? Kein Gel, schade. Ja, und diesmal haben wir auch wieder Schaden. Deswegen reparieren wir mal schnell ein bisschen und jetzt fahren wir wieder. Da ist noch ein bisschen Quecksilber, brauchen wir gerade nicht. Wofür braucht man es eigentlich? Ich meine, für ein
Thermometer offenbar nicht, weil ein Thermometer haben wir schon integriert hier. Verdammt. Komm, schon wieder zu viel Schaden. Ja, okay, ist ja gut. Ist das da unten was zu erforschen? Achso, nee, nur eine Titanablagerung. Hoppala, da ist schon wieder... Oh, da sind mehrere Wächter. Wo ist die Motte? Da. Wir müssen bald nach Hause. Ohne den Hangar fertig gemacht zu haben. Ah. Das ist doof. Der Hangar hätte uns wirklich weitergebracht. Viel weiter. Oh, Moment. War das da vielleicht ein Gesack? Ne, das ist auch wieder nur Uranit, ne? Und ja, Uranitkristall. Und noch mehr. Nehmen wir einfach mal mit. Und... Oh, nee, da brauche ich den Bohrarm. Ich dachte, das wirkt so groß, weil ich direkt davor stehe, aber das ist tatsächlich so groß. Wäre schön gewesen. Da hätten wir auch die Seemotte ummalen können, also umlackieren. Gut, wir schwimmen jetzt nach Nordosten, das heißt Südwesten. Wir müssen nach Südwesten, wenn wir zurück zu diesem Gebiet hier wollen. Und zwar ca. 600 Meter. Das schreiben wir uns mal auf. 600. Oh Gott! Ja. Don't fright and drive. Süd. Warum schreibt der Stift jetzt schon wieder nicht? Ich habe jetzt ja extra kürzlich einen neuen hingestellt. So, hingelegt. So. Weil der andere nicht geschrieben hat und der blockiert jetzt auch schon. Ich fällt gerade auf, hier sollten wir aber auch wieder die Augen offen halten. Wir suchen ja immer noch einen Pirscherzahn. Okay, damit sind wir wieder zu Hause. Und die Integrität ist schon wieder bei 70 nur. Gucken wir mal, ob die Bäume schon bereit sind. Ich glaube nicht wirklich dran, aber... Ah, kurz davor... Oh, der hier hat sogar schon eine Frucht. Oh, der auch. Okay, dann essen wir mal was. Und noch was. Sehr schön. Wo wir hier gerade unten sind. Wir wollen natürlich auch mit der Zeit hier unten eher heimisch werden als oben. Deswegen will ich mal kurz gucken. Kommunikations... Nee, Fabrikator. Kabelsatz und Computerchip. Müssen wir mal kurz gucken, ob wir uns das hier vielleicht unten schon herstellen können. Damit wir dann eben wirklich möglichst wenig oben sind. Okay, wir brauchen Computerchip und Kabelsatz. Also zweimal Silbererz, ein paar Tischkorallenproben, Gold, Kupferdraht. Und was war doch gleich? Silbererz, okay. Hier haben wir schon mal eine Tischkorallenprobe. Hier haben wir einmal Gold. Ein bisschen kristallines Aluminiumoxid können wir weglegen. Dort haben wir eine unserer Kisten. Allerdings nichts drin.
Oh Gott, ich dachte, jetzt wäre hier schon ein Beißer direkt bei der Basis. Titan, was soll ich denn damit? Okay, und wo ist die dritte Kiste? Da hinten. Und Silber, okay. Wir haben wieder zu wenig gegessen, sagt sie. So, oh, Inventar voll. Gut, dann packen wir gleich mal was weg. Uranit brauchen wir gerade nicht unbedingt. Quecksilbererz auch nicht. Kupfer können wir gebrauchen. Gold brauchten wir auch ein bisschen. Ich weiß aber nicht, wie viel. So. Gegessen. Und auch gegessen. Und da haben wir auch noch ein paar. Sehr gut. Ich dachte, ich hätte da eben noch eine gesehen. Aber okay. Wir wollen auch nicht zu gierig sein. Okay, Gold haben wir. Silbererz haben wir. Kupfer haben wir. Dann brauchen wir, glaube ich, nur noch eine Tischkoralle. Eine weitere. Wir haben ja eine und brauchen zwei. Das da sind Schalenkorallen oder so. Schalenplatten, glaube ich, hießen die. Und? Korallenschalenplatten, ja. Wir suchen aber Tischkorallen. Zum Beispiel diese dort. Ah. Okay, ich konnte sie nicht direkt aufnehmen, aber jetzt haben wir sie. Und zack, wieder rein. Und wir brauchen einen Kabelsatz und irgendwas fehlt hierfür noch. Kupferdraht. Kupferdraht braucht zweimal. Kupfer, okay. Dann müssen wir noch mal kurz zurück. Hier haben wir kein Kupfer. Hier haben wir nur Gold. Hier haben wir auch kein Kupfer. Und auch kein Kupfer. Hm. Müssen wir wohl mal welches von draußen holen. Welcome aboard, Captain. So, und das sieht doch schon mal aus, als könnte es kupferhaltig sein. Moment. So. Kupfer. Sehr schön. Und zurück, 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 zurück. Und da, Kupferdraht. Computerchip. Und runter geht's. Und da hinten ist die Basis. So, wenn wir nämlich nicht die ganze Zeit zwischen den Basen hin und her wechseln müssen. Moment, das ist das Falsche. Fabrikator hier. Dann sparen wir uns da auch immer noch ein bisschen Zeit. Emergency. Severe dehydration detected. Seek fluid intake immediately. Na, ich habe das Gefühl, die Laternenfrüchte wurden etwas genervt. Die sind nicht mehr ganz so. Ja. Oh, erweiterter Kabelsatz freigeschaltet. Die sind nicht mehr ganz so ergiebig wie früher. Hier 5 und 3. Ich glaube, das war vorher irgendwas mit 10 und 5 oder so. Aber ich habe es auch nicht im Kopf. Vielleicht täuscht mich da auch einfach nur meine Erinnerung. So, hier stellen wir uns ein bisschen Titan her. Hier noch ein bisschen Titan.
Und jetzt können wir mal. Können wir dort eine Luke bauen? Moment. Das hier war doof. Wir dekonstruieren das. Und bauen das hier direkt daneben wieder hin. Dann können wir da nämlich eine Luke bauen, jetzt links. Und dort können wir die Basis dann weiter ausbauen. Das ist ein Shot, keine Luke. Verstärkung, Luke. Glas, okay. Obwohl, können wir direkt den Gang dort dran bauen? Ein E-Segment, Moment. Nee, sieht nicht so aus. Dann... Moment, Glas, dazu brauchen wir ja nur Quarz. Quarz haben wir ja bei. Dürfte ich mal... So. Ist ja gut. So, einmal eine Luke. Und... da oben haben wir eine Laternenfrucht noch. So. Doch, wir essen die sofort. Wir müssen mit dem neuen Anpflanzen ein bisschen warten, bis wir ein bisschen Überfluss haben. Da habe ich aus Versehen draußen ein E-Segment gepflanzt. So, das hier haben wir jetzt als Markierung gehabt. Und jetzt bauen wir hier das E-Segment ran. Theoretisch. Vielleicht machen wir es auch nicht. Okay, kann ich nicht so machen. Okay, dann machen wir das hier ran. Und so. Und ein weiterer Raum mit dran. Achso, ne, Moment, der braucht natürlich erstmal eine Plattform. So. Und jetzt kommt hier der Werkzeugraum noch hin. Wir bereiten uns schon mal vor. Opa, da. Da fehlt uns Titan. Okay. Oxygen. Moment. Luft haben wir nicht nur an der Oberfläche, sondern auch hier. 1, 2, 3. Na gut. 2 davon essen wir direkt und hier wird noch ein dritter Baum gepflanzt. Und wenn wir gerade dabei sind, können wir den auch mal kurz scannen. Und dann müssen wir auch schon die Folge beenden. Gut. Essbares Grundnahrungsmittel. Eine Ansammlung von einzelnen Reben, die sich gegenseitig stützen. Die Pflanze wächst ausschließlich auf fruchtbarem Land. Jede Rebe bringt orangefarbene, laternenförmige Früchte hervor, deren Nährwert und Wassergehalt ungefähr einer normalen Wassermelone entsprechen. Stimmt doch dann, wenn ich die ganze Zeit was von Melonen sage. Und Gesak, können wir mal kurz nachgucken. Diese organischen Strukturen wachsen an Höhlenwänden. Die purpurfarbenen Säcke, die auf der Oberfläche... die auf der Oberfläche durchbrechen, enthalten ein Gel von niedriger Dichte voller Sporen. Diese Pflanzen platzen von Zeit zu Zeit, treiben zur Oberfläche und bleiben an der nächsten Felswand haften, auf die sie stoßen. Beurteilung essbar, unerlässlich für die Herstellung von Aerogel. Eventuell sollte ich dann einfach mal in tieferen Höhlen die Decken absuchen. So, okay. Jetzt beenden wir aber erstmal die Folge. Also, ich hoffe, es hat gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, lebt wohl, hinterlasst Kommentare und adios.